Vielen Dank, Sebastian, für diese nette Einladung. Bin sehr, sehr froh, im großen Berlin zu sein, denn ich komme ja ursprünglich aus einem sehr, sehr ländlichen Bereich. Bin geboren, aufgewachsen im bayerischen Odenwald, komme aus Amorbach, eine der wenigen Städte, deren Stadtplan im Maßstab 1:1 rauskommt. 10 Häuser, 2 Kirchen, der Rest Attrappen. Oder anders gesagt, 4000 Einwohner, 3 Nachnamen. Ja. Aber ich wollte schon immer raus in die große Welt. Die absoluten Highlights meiner Kindheit waren ja, als meine Eltern mit mir alle paar Wochen zum Einkaufen nach Aschaffenburg gefahren sind. The city that never sleeps. Zumindest waren die Geschäfte über Mittag offen. Aber das absolute Highlight war, als ich mit 17 Jahren mit ein paar Kumpels heimlich zum ersten Mal nach Frankfurt gefahren bin. Totaler Kulturschock. Wir sind durch einen normalen Park gelaufen und sind diese vielen gebrauchten Spritzen aufgefallen. Und ich habe mir damals gedacht, Mensch, diese armen Diabetiker. Und dann sind wir ins Bahnhofsviertel in einen Stripclub. Mit 17. Ich saß da in der ersten Reihe mit großen Augen und habe mir gedacht, drehen sich jetzt auf der Südhalbkugel die Stripperinnen an der Stange andersrum als hier? Und genau deswegen habe ich Physik studiert. Weil ich schon immer von der Berechenbarkeit der Welt begeistert war. Hab dann relativ schnell erkannt, dass Formeln und Gleichungen zwar sehr, sehr schön die Gegenwart beschreiben, bei der Berechnung der Zukunft scheitern sie oft. Kleines Beispiel. Wenn Sie in Ihrem Hobbykeller ein Kilo Plutonium rumliegen haben und Sie nehmen aus diesem Klumpen einen einzelnen Kern heraus, dann haben Sie keine Chance herauszufinden, wann genau dieser Kern zerfallen wird. Die Zukunft eines einzelnen radioaktiven Kerns ist vollkommen ungewiss. Aber Sie können exakt voraussagen, dass in 24.110 Jahren die Hälfte aller Kerne zerfallen sein wird. Und das, obwohl sich die einzelnen Kerne gegenseitig nicht beeinflussen. Wie wissen die voneinander? Haben die ein kollektives Gedächtnis? Eine WhatsApp-Gruppe? Wir haben nicht die leiseste Ahnung. Unsere Welt ist viel zu komplex, um sie hundertprozentig und eindeutig vorausberechnen zu können. Es gelingt ja noch nicht einmal bei den allereinfachsten Systemen. Duscharmaturen. Ja, du drehst das Ding einen Millimeter nach links und die Wassertemperatur sinkt schlagartig von 30 auf 5 Grad. Aber wenn du den Regler exakt wieder zum Ausgangspunkt zurückdrehst, kannst du unter dem Wasserstrahl problemlos Eier kochen. In der Physik sagt man dazu, ein System verhält sich nicht linear. Doppelt so viel Geld bewirkt nicht doppelt so viel Leistung. Oft passiert sogar genau das Gegenteil. Ja, 2 Tage Hannover sind nicht doppelt so nett wie ein Tag Hannover. Glauben Sie mir, ich habe es ausprobiert. Aber am nichtlinearsten, am unberechenbarsten ist ja der zwischenmenschliche Bereich. Zum Beispiel behaupten Frauen ja sehr, sehr gerne, dass sie sich sehr für die inneren Werte eines potenziellen Partners interessieren. Aber wenn sie dann zum ersten Date ein großes Blutbild von sich mitbringen, ist die Stimmung im Keller. Gibt es jemand hier im Raum, der schon mal sein Glück auf Parship versucht hat? Ja, ich habe das mal gemacht, rein aus Recherchezwecken natürlich. Ja. Und das kennen Sie, da müssen Sie am Anfang so einen detaillierten Fragebogen ausfüllen. Welche Persönlichkeitseigenschaften erwarten Sie von Ihrem Partner? Mit welcher Sportart würden Sie Ihre letzte Beziehung vergleichen? Tennis, Marathon, Kleinkaliberschießen, all solche Sachen. So, und dann werden Ihre Antworten in den Computer eingegeben. Der Computer gleicht dann Ihre Antworten mit allen potenziellen Partnern ab. Und bei genügend hoher Übereinstimmung wird man dann einander vorgestellt. Und auf dieser Basis verliebt sich dann alle 11 Minuten ein Single. Ja? Das hört sich erstmal toll an. Ja? Aber wenn man das durchrechnet, ist das Ergebnis ziemlich würdelos. Wenn sich von 5 Millionen deutschen Parship-Mitgliedern alle 11 Minuten einer verliebt, dann gehen im Jahr 99% aller Mitglieder leer aus. Da haben sie selbst auf einer Tupper-Party im Odenwald eine größere Erfolgschance. Warum hat computergestützte Partnersuche ihre Grenzen? Weil Beziehungen hochkomplexe, nicht lineare Konstrukte sind. Rudy Giuliani, der frühere Bürgermeister von New York, hat mal gesagt, ich fürchte mich nicht vor Terrorismus, ich bin verheiratet. Und statistisch gesehen hat er recht. In Deutschland geht jedes 5. Mordopfer auf das Konto des Ehepartners. Der gefährlichste Mensch in ihrem Leben ist also nicht der durchgeknallte Salafist um die Ecke. Der gefährlichste Mensch sitzt gerade neben Ihnen. In diesem Sinne, Dankeschön.